Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Ah, nimm mal wieder mit. Ich hätte den gern mitgenommen. Ich meine, es war ein Goldslime. Oh, die sind fies. Die sind richtig fies. Da. Ja, die sind nicht so schön. Keine Ahnung. Die haben drei verschiedene Sachen gefressen? Die sind böse. Die greifen direkt an. Haben wir schon Abend? Nee. Die greifen direkt an. Da laufen wir direkt mal vorbei. Weil die machen auch Peng, meine ich. Kann man die irgendwie... Kann ich die einsaugen vielleicht, damit wir die erkunden können? Nee, kann ich nicht. Ich lasse es so. Die fressen andere. Ich glaube, das sind diese Teer-Slimes. Da steht so oben, der Teer. Nahrung, oh. Slimes, Fleisch und Rancher. Nein! Na, hast du schon mal eine Wasserkanone vom Nahen gesehen? Oh! Ah ja, stimmt, mit Wasser kommt man die ja kaputt machen. Ich vergaß. Das haben nicht mal viel gebraucht. Das war eigentlich mehr Spaß gewesen, aber naja. Passiert. Ist ja nicht schlimm. Ich hätte gerne den Goldslime wieder. Oh Manu. Na ist egal, wir gehen jetzt hier weiter. Bringt ja nichts. Rechts? Ja, das ist, nee. Der falsche Ausgang. Ob das der Ausgang bei uns hinten zu dem neuen Bereich ist, den wir gekauft haben? Ob man da vielleicht hier rüberkommt, aber ohne Brücke? Also ich möchte jetzt nicht einfach ins Wasser springen. Ich weiß nicht, ob wir da wieder rauskommen. Aber wir kommen doch sonst nicht weg hier, oder? Da gehen wir noch zurück. Wir haben Zeit. Pink Nalago. Okay. Der hat gerade so komisch geguckt, deswegen war ich etwas irritiert. Gucken teilweise schon mal so. Der Rote guckt auch so. Ob die was... Naja, etwas gefuttert haben, was innerlich bläht und dann irgendwann geht's nicht mehr und dann macht's Peng. So ein altes Huhn. Ach, das Wollknoll. Na komm her, Hühnchen. Na. Daneben. Hühnchen will nicht spielen. Ich komme hier nicht raus. Und wir haben so ein kleines Problem. Wieso? Es wird dunkel. Komme ich hier vielleicht irgendwie wieder raus? Nein. Im Dunkeln ist nicht gut munkeln. Ja. Warte mal, wie kann ich jetzt hier? Kannst du da hochhüpfen? Wie kann ich denn die Karte öffnen hier? Nein, damit nicht. Gut, mit Tastatur. Sie sind doch... Hier sind wir hergekommen. Ich hatte eben gedacht, da oben. Hier sind wir. Und hier kommen wir nicht weiter. Da auch hier. Nicht. Nee, da. Obwohl, hier müssen wir noch weiterkommen. Guck mal. Ja, dann biegen wir ab. Wir müssten jetzt einfach nur. Dadurch. Ja. Prima, prima. Ja, wir müssten dadurch, da kommen wir aber nicht durch. Ja, da. Haben wir das nicht erkundet? Oder? Nee, kann man da nicht weiter. Das ist doch hier der Gang, ne? Gefangenen einer anderen Welt. Oh oh, wir haben uns verlaufen. Nein, wir haben es nicht verlaufen. Guck mal, da geht's doch nach oben. Geh doch mal hoch. Ja, waren wir nur eben. Waren wir da? Ja, klar, ist doch das Tor, was zu ist. Aber da waren wir noch nicht. Pass mal auf. Oder waren wir doch? Waren wir hier drauf schon? Weiß ich nicht. Doch, da waren wir auch schon. Ich bin total irritiert. Nein! Ja. Also, viel Spaß beim Zuschauen der nächsten 5 bis 6 Folgen. Irgendwann werden wir es dann auch noch schaffen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Das ist echt dumm gelaufen. Ja, ach komm, wir gucken mal alles genau ab. Es muss ja einen Ausweg geben. Ja, also, geh nochmal dahin, wo da dieser Tunnel war. Ich meine, da kamst du dann nicht rechts hoch oder so? Nee, nicht da drin, davor. Hier? Ja, da. Oh, das ist eine Infotafel. Komm, gib alles. Als ich das erste Mal das Moosbett erforschte, Moosbett erforscht habe, steckte ich dort fest. Haha, also habe ich einen Weg hinausgebaut. Er ist gleich da oben.
Das hier? Warte mal, hier vielleicht so. Zack, zack. Sehr gut, sehr gut. Hier kommen wir doch raus. Hier ist auch nichts mehr sonst. Schön. Hier haben wir noch eine Kiste. Die Kiste lassen wir erstmal liegen. Hier. Nee. Ich dachte, das wäre die kaputte Brücke von eben gewesen. Ich glaube, das ist sie nicht. Schön. Yippie, geschafft. Ich bin nur noch nach Hause. Warte, was ist denn das da? Waren wir da schon, oder mal? Nee, da kam eben nicht hin, glaube ich. Aber hier könnten wir noch weiter sogar noch, ne? Ja, okay, wir lassen das jetzt mal. Wir gehen jetzt mal hier runter. Ich weiß das absolut nicht mehr. Ich bin, Ach klar, hier sind wir doch runtergesprungen. Da. Wir sind wieder oben. Hier kamen wir her. So. Jetzt ist es leider schon etwas dunkel geworden. Ich hoffe, jetzt treffen wir nicht auf irgendwelchen Slimes, die explodieren und uns nicht so mögen. Ach guck mal, jetzt kommen die Pink Phosphor-Lago. Phosphor-Slimes mögen es scheinbar nicht so. Sind es nicht so wohlgesonnen. Na, okay, der braucht noch ein bisschen mehr. Der hat noch mehr Hunger, aber wir sollten es bald geschafft haben. Wir lassen die Phosphor-Slimes mal Phosphor-Slimes sein. Wir laufen schnell nach Hause. Dann könnten wir noch in einem schnell unsere Slimies füttern. Oh, hier geht's aber ab. Und ein bisschen Kohle scheffeln sozusagen. Ein bisschen Geld verdienen. Und dann gehen wir in die Haie. Dann schauen wir morgen nochmal vorbei, ob wir noch irgendeinen Auftrag machen können. Ob wir vielleicht irgendetwas Tolles für uns upgraden können. Zum Beispiel mehr Energie fürs Jetpack. Oder mehr Energie auch fürs Laufen. Beim Laufen geht die Energie ja auch stiften, also geht die auch weg. Ja, und ich würde ja gerne so eine Wasserpfütze machen. Dann könnte man da unsere Pfütz-Slimes reinpacken. Ich weiß noch nicht, das allererste, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt mal in unser Wikipedia hier. Ich würde gerne was? Okay. Doch, Slimes da oben. Über den Fit-Slime lesen. Nicht, dass der irgendeinen Nachteil hat, vielleicht. Fit-Slimes sind eine seltene Spezies von Slimes, die in Süßwasserteichen auf der Weite leben. Diese Slimes fressen weder Früchte noch Gemüse noch Fleisch. Wie die meisten anderen Slimes. Stattdessen absorbieren sie Wasser in ihrem Körper, während sie an der Oberfläche eines Teichs sitzen. Pfütz-Slimes brauchen Süßwasser, um zu überleben und werden recht zügig verdunsten, wenn sie zu lange in jeglicher anderen Umgebung gelassen werden. Venture-Risiken, siehst du? Pfütz-Slimes sind in Sachen Haltung kein Risiko, sie brauchen nur ein gutes Stück ordentlicher Pflege. Ein Rancher braucht ausreichend Süßwasser, wie zum Beispiel in Form eines Teiches, in dem der Pfütz-Slime sitzen kann. Weil er verdunstet, wenn er nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Haben wir nicht hinten in dem Gebiet einen Teich zufälligerweise gehabt? Ich meine nicht. Wir können nachher nochmal gucken. Zu guter Letzt sind Fütz-Slimes extrem scheu und produzieren keine Plots, wenn sie mehr als drei andere Slimes in näherer Umgebung, als drei Slimes in näherer Umgebung sind. Das heißt, wir müssen die sehr isolieren. Ne? Insgesamt ist der Fütz-Slime eher etwas für erfahrene Rancher. Nichts für die, die noch grün hinter den Ohren sind. Ja, das lassen wir jetzt mal. H2O! Was gibt denn so ein 43? Boah, 43. Was ist das andere da? 50 kriegen wir bei den Knalldingern? Das sind die Knallteile, ja. Die Knallteile sind das? Nee, da oben. Was sind die braunen? Ich glaube, das sind die goldenen, der eben verschwunden oder gefressen worden ist. Nee, der goldene ist doch da rechts. Ja, weiß ich nicht, ob das der war. Tada! So. Okay, pass auf, wir gehen mal ganz kurz gucken in dem neuen Areal. Ich meine nämlich nicht, dass wir hier einen Teich hatten, weil sonst wäre zu einfach. Wir sollten mal gucken, obwohl, wenn wir den zum Beispiel hier hinpacken, hier werden die auch sehr isoliert, oder? Ich meine, hier hat man einen riesigen Teich, ne?
Ja, aber da kriegen wir sie nicht wieder. Ja, das ist das Problem. Aber hier wäre das doch theoretisch gar nicht mal so das Problem. Oder hier, guck mal. Hier ist ein Teich. Mhm. Sollen wir mal probieren? Guck mal auf die Karte vielleicht erstmal, bevor du das machst. Wieso? Vielleicht sehen wir da, ob da ein natürlicher Teich ist. Ja, dann, warte mal, wenn wir hier weitergehen. Da war's, ja, das würde aber, nee, ist das Wasser. Nö. Da hätte ja sein können. Der ist was groß, der Teich. Ja, das sieht auch interessant aus da hinten, deswegen war ich gerade am gucken. Jo, dann würde ich doch sagen, hier haben wir zwei räumlich weit getrennt voneinander Plätze. Aber das eine war doch da hinten am besten. Hier das, ne? Würde ich auch sagen. Ja. So machen wir es. Wir holen uns einen Teich. Lasst es schwimmen. Yippie! Muss man das auch auffüllen mit Wasser? Wahrscheinlich. Nee. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das. Oder meinst du? Ja, wohl, da stand da was von Pflege, ne? Könnte sein. Ja, weil sonst wäre es ja super einfach. Ja, ja, aber wir können ja. Kann ich ja irgendwas machen eigentlich noch? Nee. Nee, nee, nee. Wir können aber keinen Brunnen kaufen, oder? Gab es noch sowas wie einen Brunnen? Nee, aber du hast doch Wasser dabei, da musst du wahrscheinlich Wasser rein. Ja, es wäre aber auch sinnig, wenn wir. Nee, wir können nur Teich, Verbrennungsanlage und Silo. Ja, es wäre halt schön, wenn wir vielleicht auch eine Wasserquelle hätten, wenn das verdunsten sollte. Ich denke mal eher, dass es das nicht tut und wir uns da Wasser zapfen können. Ja, das müssen wir halt hinten immer einsammeln. Hier ist halt jetzt keine da, ne? Ne. Ich meine, damals gab es auch Brunnen oder sowas. Noch keine Teiche, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht schon. Muss man das erst noch erforschen oder erreichen. Ja. So. Das mit den Hühnern habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Komm, vier Hühner. Wir haben nur vier von den Meatsplots. Ja. Ich könnte ja hier quasi noch ein Gehege bauen. Aber ich habe ein bisschen Schiss, wenn wir hier die Knallteile hinpacken und die nachher falsches Plot essen oder bekommen. Ich weiß nicht, ob das nicht nach hinten losgehen könnte, das Ganze. Hühner, kommt. Na, ein paar Knallslimes? Nein. Die fressen jetzt auch, nee, die fressen Fleisch und Gemüse. Das heißt, die kriegen die Probefrüchte. Yay! Und es geht ab. Dann holen wir uns noch ein bisschen Gemüse. Weil unsere Steinslimes haben auch Hunger. Kann man den Knalldings da, den kann man jetzt wahrscheinlich nicht kreuzen, ne? Ich hab keine Ahnung. Man könnte es mal probieren, das könnte auch nach hinten losgehen. Nee, das lassen wir lieber. Dann kommen diese Teeren, dann musst du die alle mit Wasser beseitigen, mehr oder weniger, und dann hast du nichts davon, ne? So, hier habt ihr Gemüse, Herzrüben. Sind die herzig? Aber sowas von. Komm, kriegt ihr noch was? Das gibt Geld. Einsammeln, bitte. Ja, Staubsauger. Wow. Also Geldprobleme haben wir jetzt keine mehr momentan. Naja, es wird immer weniger wert, oh. Ne? Komm. Nee, ist nicht gut, ne? Pass auf. Kann man die auch reinschießen? Nee. Nein, wäre zu schön gewesen. Wo sind andere jetzt hin, da? Ja, man kann die auch nicht mitnehmen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Naja. Habe ich nie aufgepasst, aber na gut, wenn die das fressen, ist das so, tun sie ja nicht, ist ja ihr eigenes Blut. Ja. Ist das halb so blöd. Schnell wieder eins. Ja, das machen wir auch. Kein Risiko eingehen, sonst haben wir nachher noch Tears hier rum hüpfen. Geistern, ja. Und dann war es das mit unserer Ranch erstmal.